Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio CD.at. Heute ist Donnerstag, der 22. Februar 2024 und mein Name ist Christian Drastil. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. Heute geht es um einen schwungvollen DAX-Rekord und um einen potenziellen ATX-Investor. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. Hey! And me. Here's Market and me. With Homie B. Hey, Zeitgeist, ja, ein Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseparty im Februar. Dies präsentiert von Wiener Berger und Schwabe, Lei und Greiner. 3.424,39 Punkte jetzt um 11.50 Uhr. Ein Plus von 0,58% im ATX, daher auch das ATX rauf. Aber wir sehen einen mehr als eindrucksvollen neuen deutschen DAX-Rekord heute mit Gap Up nach oben. Und in Wien haben wir noch einen Wert, der unter dem Jahresstartwert liegt. Gewinner, Verlierer aus dem 38 Titel umfassenden Private Investor Relations Universe ist die S-Immo jetzt zum Mittag vorne mit plus 2,8% und Jahreshoch 15,48. Dann die FACC mit plus 2,2%, zu der komme ich noch, und die AT&S mit plus 1,7%. Günstiger gibt es die Marinomed mit minus 5,4%. Beim Geldumsatz zum Mittag ist es so, dass die erste Gruppe vorne liegt mit 5,3% und die Raiffeisen mit 5,1% und die Wiener Berger mit 4,9%. Da hat sich gestern der Heimo-Scheuch-Effekt wirklich ganz, ganz toll herausgestellt, denn die Aktie, die 7% schwächer in der Öffnung war, da kurz danach, hat danach bis auf minus 0,6% fast alles wieder aufgeholt. Ich meine das immer so, dass die Aktie gerne nach Quartalszahlen mal schlecht eröffnet, dann aber Investor Relations Team, und da ist natürlich der CEO ganz vorne, offenbar gute Arbeit in den Investorengesprächen macht, sodass sich das bis zum Schluss wieder nivelliert. Der Wolfgang Matejka hat heute in der Früh auf Audio CD einen Podcast veröffentlicht, wo er ein bisschen drüber sinniert, dass, wenn man jetzt nicht wirklich die absolute Marktmeinung hat, was eine Richtung betrifft, aber die volatil ist, dass man einen Long Straddle kaufen kann, sprich Call und Put auf den gleichen Strike. Ich sage mal, lieber Wolfgang, hoffentlich hast du das gemacht, denn die Volatil ist nämlich gestern Abend reingekommen, kurz nachdem du das geschrieben hast. Dann haben wir noch Nachrichten, wie gesagt. FACC habe ich erwähnt. Die haben gute Zahlen geliefert. Umsatz im Geschäftsjahr 23 um 22,8% drauf auf 745,6 Millionen. EBIT in Höhe von 17,5 Millionen. Das war eine Verdreifachung von die 5,5 Millionen im Jahr 2022. Es gibt inflationär bedingte Kostensteigerung und eine herausfordernde globale Materialversorgung in der Lieferkette. Das ist das belastende Momentum da drinnen. Im Geschäftsjahr 2024, und das ist das Wichtige, rechnet man mit einem weiteren Umsatzwachstum von 10-15% und einer Verbesserung der Ertragslage. In Summe hilft das der FACC heute in die Tagesgewinnerliste. Die POR ist ebenfalls in den vergangenen Tagen verdammt stark unterwegs. Das könnte heute der sechste Plustag in Folge sein. Kumuliert bringt diese Serie mehr als 10% Plus schon wieder auf 14 Mitte in der Aktie. Und auch POR hat von CDP, von dieser Non-Profit-Umweltorganisation, die Note B bekommen. Das ist Water Security, Climate Change sind da die Schwerpunkte natürlich für ein Bauunternehmen. Und die Nachhaltigkeitsagenten der POR sieht man ganz, ganz klar in der Chefetage positioniert. Ebenfalls umweltfreundlich die Post, das weiß man. Jetzt hat man 100 Stück elektrisch betriebene Zustellwagen, E-Trolleys quasi, bestellt. Damit kann man natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter körperlich entlasten und auch eher aufs Auto verzichten. Bei der Wiener Berger, den Heimo-Scheuch-Effekt habe ich genannt, gibt es auch eine konzerninterne Veräußerung von 6 Millionen Aktien an die Tochtergesellschaft Wiener Berger Participations. Die Rosinger Group, die hat wiederum drei Unternehmen knapp vor Börsereife bzw. schon bei Börsereife und ist auf Datumsuche, und das Listing der jeweiligen Aktie im Direct Market Plus soll es heuer noch geben. Es ist ein Unternehmen aus Italien und zwei Unternehmen mit Sitz in
Österreich. Die Namen der Unternehmen werden im Zuge gesonderter Pressemeldungen im Jahresverlauf bekannt gegeben werden. Das ist eine traditionelle Vorgangsweise der Rosinger Group und hat immer gepasst in den vergangenen Jahren. Da waren zuletzt RWD, VHS, Kostad und viele weitere Unternehmen am Weg an die Wiener Börse. So, und jetzt spiele ich dann ein. Mein Main Event. Ich habe viel Freude mit meiner Börse People Serie und ganz besonders viel Freude gehabt, auch mit der Episode mit dem Thomas Steiner, Direktor der Österreichischen Nationalbank. Und er ist für das Treasury zuständig. Also es war wirklich eine launige Reise, 30 Minuten, ein bisschen mehr, die wir da gemacht haben. Ich war leider ein bisschen verkühlt. Aber auch verkühlt muss ich ihm die Frage stellen, wie er es denn mit österreichischen Aktien hält. Na, wir halten kaum österreichische Aktien. Da ist unser Blick bei Aktien stark international ausgerichtet. Also wir haben amerikanische, europäische Aktien. Ich glaube, ungefähr die Hälfte von dem, was wir an der Gesamtsumme, die wir da jetzt halten an Aktien, ist ungefähr die Hälfte Euro. Österreichische gibt's kaum, aber das sozusagen stark bankenlastig ist und das ist nicht unser. Also beim Banken würde man nur das machen, was quasi im Index drinnen ist. Aber österreichische Aktien steht bei uns nicht so groß im Kurs, ehrlicherweise. Jetzt möchte ich da Keyboard verkaufen, österreichische Aktien verkaufen natürlich. Wir bräuchten natürlich solche Investoren. Hättet ihr das Pouvoir, österreichische Aktien zu kaufen? Ihr müsstet es dem FMA auch melden, dann nach den Richtlinien höchstwahrscheinlich, ne? Ja, also wir haben das Pouvoir, das zu kaufen. Wir würden das einfach, wenn wir die Opportunität sehen und jetzt zum Beispiel als taktische Position das zu nehmen für die nächsten 6 Monate, 4 Monate, 12 Monate, dann kann man das machen. Das ist eine Entscheidung des Treasuries, sich sozusagen dafür zu entscheiden, Aktien zu kaufen, war jetzt in der jüngeren Vergangenheit nicht angesagt oder da, aber die Chance steht immer da. Wir beobachten ja viele Märkte mit unserem Team laufend, dazu gehören natürlich auch österreichische Aktienmärkte, logisch. Ich glaube sozusagen der Stein, der das Ganze stärker noch ins Rollen bringen würde, wäre, wenn man sozusagen Altersvorsorge dazu bringt, stärker auf Kapitalmärkte zu schauen. Da haben andere Länder einfach andere Entwicklungen hingelegt in der Vergangenheit. Damit sind wir wieder bei der einjährigen Behaltefrist bei der KESS, die dringend notwendig wäre für diesen Markt. Lieber Thomas Steiner, vielen lieben Dank, dass du da so relaxed mit mir geplaudert hast. Das mit dem Keyboard muss ich noch erklären, weil die Notenbank, die kauft auch Musikinstrumente Stradivarius. Und da, weil ich gerade ein Keyboard verkaufen will, habe ich ihn scherzhalber gefragt, ob er mein Keyboard kaufen will, wird er nicht machen. Das mit den österreichischen Aktien ist natürlich ein vollkommen ernst gemeintes Anliegen. So, kein Research heute, damit spreche ich das Traders Place Tournament an. Das bespreche ich täglich im Live-Blick, den ich fürs deutsche Börsenradio machen darf. Ist auch immer in den Shownotes verlinkt. Wie gesagt, dort gibt es heute Rekordlaune pur in Deutschland. Aber ich bespreche nicht nur den DAX 40, sondern auch 13 österreichische börsennotierte Aktien und 7 Player, die in Österreich sonst noch wichtig sind. Und aus diesen 13 Titeln und 40 DAX-Titeln gibt es ein Tournament, wo jeden Tag der schwächste Titel nach Performance rausfällt. Und da sind jetzt 6 Tage vorbei. Zunächst hat es 3 Österreicher erwischt, Marimbex, Pira Mobility, FACC. Und jetzt dann 3 Deutsche, Conti, Siemens Energy und die Siemens Healthineers, also die 2 kleinen Siemense. Der beste Titel nach Performance hat immer Wildcard für den nächsten Tag und kann nicht ausscheiden, dann wird es quasi den zweitschwächsten erwischen. Und diese Wildcard hat aktuell der Karl-Heinz Strauß mit der POR. Tschüss und Baba.